Du hast so viel für mich getan. Das habe ich wirklich gern gemacht. Danke. Es tut mir leid, wie der Ausflug geendet hat. Ja, aber das war ja meine Nein, Schuld. Warte. Ich finde dich toll, Tina. Und unter anderen Umständen könnten wir vielleicht sogar ein Paar werden. Aber unter anderen Umständen? Ich sollte jetzt besser meinen Mund halten. Nein, sag, was los ist. Ich kann nicht so gut über sowas reden. Du musst es nicht sagen, wenn du nicht willst. Und ich werde dich auch nicht mehr fragen. Das heißt, wir können befreundet bleiben und zusammen wohnen? Gut. Unsere Freundschaft war so gut und dieser Kuss, der hat einfach alles kaputt gemacht. Quatsch. Das hatten wir doch schon längst geklärt. Das ist es nicht. Es liegt an mir. Wenn du wüsstest, was los ist, dann wäre es... Boris, was ist denn los? Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich dich nicht mehr fragen werde. Das würde mir helfen, dich zu verstehen. Es ist wegen deiner alten Beziehung. Gab es Schwierigkeiten mit der Frau? Es war keine Frau. Es war ein Mann. Du bist schwul. Ja. Warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Ich wollte es dir schon länger sagen. Aber irgendwie kam immer irgendwas dazwischen. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mag oder dich nicht toll finde, weil ich stehe halt auf Männer. Schlimm? Überhaupt nicht. Warum machst du daraus so ein Geheimnis? Weil mein Vater auf gar keinen Fall davon erfahren darf. Und dein Ex-Freund? Justus. Ihr habt zusammengelebt. Mein Vater dachte, es wäre nur eine WG. Hattest du eigentlich mal vor Justus Beziehungen mit Frauen? Klar, immer. Als ich Justus kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich mit ihm zusammen sein will. Und warum stehst du da nicht dazu? Mein Vater wäre es lieber, ich wäre ein Schwerverbrecher. Ist doch kein Makel. Er würde es so sehen, als eine Schwäche. Und ich will ihn nicht enttäuschen. Solange ich ohnehin Single bin und es niemanden gibt, für den es sich lohnt, warum sollte ich es rausposaunen? Danke, dass du es mir anvertraut hast. Ändert das irgendwas zwischen uns? Natürlich nicht. Auch wenn ich schade finde, dass du so ein Geheimnis daraus machen musst und nicht der sein kannst, der du wirklich bist. Hey. Danke. Das geht dich nichts an. Meine Güte, jedes Mal, wenn das Thema auf Frauen kommt, stellst du dich an wie ein Mädchen. Hast du eigentlich einen Typen, auf den du stehst? Nee, könnte ich jetzt noch nicht sagen. Oder? Wie sah denn Justus aus? Gut, natürlich. Du bist ja sehr gesprächig. Ich bin auch für dich da, wenn du es deinem Vater sagen willst. Der Mann, der dich mal abbekommt, der hat wirklich Glück gehabt. Ach komm, jetzt hör auf. Rot passt nicht zu meinem Outfit. Wenn du jetzt nicht langsam die Klappe hältst, dann sitzen wir mit Sicherheit umsonst. Weißt du noch früher? Weil wir einen Wettbewerb gemacht, wer den größten Fisch an Land schleppt. Und ich dachte, wir sollen die Klappe halten. Erinnern wird man sich ja wohl noch dürfen. Dann erinnere dich wenigstens richtig. Das letzte Mal, dass du mit dem Angeln überlegen warst, da muss ich noch in der Grundschule gewesen sein. Mann, hey. Komm, flag an! Ja! Komm, nun mach schon! Ja, ich hab ihn! Hol schon mal den Kescher! Nee, komm. Komm, pass auf, dass er dir nicht vom Haken springt. Was willst du hier? Ich dachte, wir essen den Fisch, den ich gefangen habe. In dieser Familie ist kein Platz mehr für dich. Alles habe ich getan, um einen Mann aus dir zu machen. Er liebt andere Männer. Männer! Morgen, Herr Seifeld. Morgen, ihr zwei. Na,
Hast du gut geschlafen? Und wie? Hast du Frau Kessler schon Fotos von deinem Mann gezeigt? Ach so, nee. Dir ist was runtergefallen. Ein schwulen Club? Was hast du denn da zu suchen? Traumprinz für jede Frau. Was soll das denn jetzt heißen? Du musst es ja wissen. Schließlich warst du mit ihm zusammen. Vielleicht bin ich ja einfach nicht diszipliniert genug. We could call it love.